Okay, und weiter geht es. Vorsichtig, langsam. Fuck! Oh. Die haben es scheinbar nicht geschafft. Da haben sie sich selbst in die Luft gejagt. Das tut mir jetzt echt leid für die. Okay, jetzt dürfte das Energiegitter da vorne weg sein. Aha. I've never heard of it until that suit started showing up. Like I said, I haven't been briefed entirely. Okay. Look, I'm telling you this because I need you to keep your eyes on it, Corporal. Ja, das ist doch gar kein Problem. Das haben wir doch damals geschafft. Es werden also so ein paar Infos bezüglich unserer Vorgeschichte rausgegeben. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Gut, okay, wir gehen jetzt hier hoch. Sprechen darüber? Me neither. Guess that's why it's top secret. Apparently they do some crazy science shit down there. Machen da. See, you always get excited. You know it's gonna be nothing but a goddamn babysitting job. That's what everyone's saying. That's what it always is. Ich hab falsch gedacht. What exactly is the worst that's gonna go down there? Eine Alien-Invasion? Ich weiß nicht so recht. Was ist das Schlimmste, was passiert? Schön. Tja, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Eine Alien-Invasion. Ja, ja, ja. Immer schön auf Entfernung bleiben, dann treffen die einen noch nicht. Also so ein kleines Zwischenfazit muss mir mal erlaubt sein. Spiel insgesamt gut, vor allem weil es doch dieses Half-Life-Feeling hat. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Es spielt sich einfach wie Half-Life 2.
mit weniger Interaktion, mehr auf die alten Teile beschränkt, mehr auf, ja, Einzelheiten aus dem ersten Teil beschränkt, mit selber nachdenken unter anderem, so kleine Rätsel. Ansonsten, da kommen wir nicht lang. Das Einzige, beziehungsweise man merkt auch, dass hier insgesamt Unterstützung von der Seite von Valve mit dabei war. Aber irgendwas fehlt mir an dem ganzen Spiel hier. Es ist einfach... wo müssen wir jetzt lang? Zu wenig Interaktion. Die Waffen kamen viel zu früh. Also man hat schon gemerkt, das sind Fans gewesen, die das gemacht haben, weil doch, wo müssen wir jetzt lang, weil doch viele Sachen einfach viel zu schnell implementiert worden sind. Ach, da war überhaupt keine Wand, okay. Familiar Surroundings. Wo tauchen wir denn jetzt hier gleich auf? Hui. Was ist das denn? Aber wir sind schon lange nicht mehr im Gefängnis, würde ich fast behaupten. Durch die ganzen Portale, durch die wir jetzt schon durch sind. Zuerst waren wir in irgendeiner Energie. In irgendeinem Kraftwerk, irgend sowas. Jetzt sind wir in irgendeinem Kommandozentrum, wie es mir scheint. Die Portale sind wahrscheinlich da, um relativ schnell Truppen verschieben zu können. Nova Prospect scheint in die Luft geflogen zu sein. Wenige Gegner hier. Macht mich etwas stutzig. Aha. Und hier müssen wir hinterher durch. Tja. Auf mein Gehör kann ich mich glücklicherweise doch noch ein bisschen verlassen. Shotgun raus und komm. Okay, da haben wir noch einen zweiten solchen Raum. Oh, schön. Das Konzept überall. Hier und da verstehe ich es wirklich. Also insgesamt beispielsweise die Aufstellung der Erste-Hilfe-Kästen und so weiter und so fort ist relativ gut gestaltet. Oh Mann. Warten die jetzt darauf, dass ich rauskomme, oder? Nee, jetzt mache ich anders. Die Tür geht gar nicht mehr auf. Tja. Das tut mir jetzt leid. Tüdelü.
weiß nicht, wohin es geht. Ich benutze nur schon wieder einen Teleporter. Boah, LSD-Trip. Aber ein ganz schlechter. Oh! Wo bin ich jetzt? Ist das Xen? Gravitation. Space Punk. Space Punk. So eine Scheiße. Fuck, ich habe die Granate gar nicht gesehen. Woo! Okay, schade, ich hab gedacht, das würde uns jetzt so heilen. Weg da, meine Konsole. Oh yeah. Ich habe eigentlich gehofft, das Ding würde uns tatsächlich jetzt heilen. Aha. Und jetzt. Okay, hier ist nichts mehr. In solchen Passagen bin ich immer sehr, sehr schlecht. Nein! Ha! Ha! Glück gehabt! Jetzt! Ah, da drüben haben wir wieder den nächsten Teleporter. Und ab geht's. Ah, komm, 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 komm. Yay, der nächste schlechte LSD-Trip. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Wahrscheinlich wieder in der Combine-Lagerhalle oder irgendwie sowas. Gut. Ach, das wäre die andere Seite. Okay. Scheinbar können die tatsächlich nur von einer Seite zur anderen Seite so einen Teleport durchführen, wenn der Teleporter relativ groß ist. Die kleineren hier müssen scheinbar über Xen umgeleitet werden. Interessant. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da lobe ich mir Aperture Science.
Was jetzt? Okay, ich sitze in der Falle. Fuck. Den Raketenwerfer konnte ich noch nicht mal benutzen. Hallo Freunde! Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start miteinander. Hübsche kleine Zelle hier. Was ist jetzt los? Wir haben den Alarm nicht ausgelöst. Aha. Wer war das denn? Tja, und so schnell haben wir alle Waffen wieder. Schön. Das erinnert mich an die Testkammer, in der wir das erste Portal nach Xen geöffnet haben in Half-Life 1. Beziehungsweise nicht wir, sondern ich damals noch zu dem Zeitpunkt. Mal schauen, was passiert, wenn ich da jetzt drauf drücke. Eine Sternkarte. Aha. Okay, hier komme ich aber nicht durch. Auch nicht durch. Oh nein, das Theater hatten wir doch vorhin schon. Und hier komme ich auch nicht durch. Okay. Ja. Was nun? Wir haben hier eine wunderschöne Sternkarte. Oh fuck. Ja. So viel dazu. Haha. Der Vorteil hier ist, die können eben nur von einer Seite kommen. Ja, kommt her. Ja,
erstmal ein bisschen anfraggen. So. Na, kommt. Seid. Ja, schön. Na klar. Komm mit, ihr Kinderlein. Schade. Muss ich jetzt ja... Hier gibt es keinen Ausgang. Ah, oh, nee, oder? Komm ich durch. Oh, wartet mal. Oh fuck, das ist der Anfang. Aha. Okay, das ist wieder der Anfang. Ja. Na kommt. Kommt her. Oh nein, 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 nein. Shit,
Shit is Shepherd. Kommen denn da noch? Dann sind wir so lächerlich. Das läuft hier relativ gut. Die Frage ist einfach nur, muss das so sein? Ich glaube es nämlich nicht. Ach, shit. Ach, ja. Zurück. Jetzt haben wir noch ein bisschen Energie. Ansonsten ist auch nichts mehr, okay. Sehr effektiv. Nein, 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 nein. Okay, hier geht's also noch. Hat es vielleicht etwas mit Freeman zu tun? Oh fuck, was sind... Ja, super. Ganz große Klasse. Level sind hier aber auch ein bisschen identisch aufgebaut. Oh, oh, fuck it.
Gut. Hatten wir das auch geschafft? Erstmal ein bisschen umsehen, bevor ich hier irgendwelche Knöpfe drücke. Ach, schau mal an. Okay, und jetzt werden Knöpfe gedrückt. Oh, fuck! Wir sind auf einer verfickten Raumstation! Ah, shit. Ach nee, schon wieder. Oh nein, ich will nicht mehr. Was soll denn der Scheiß? Wie viele wollen die mir denn hier auf den Hals schicken? Tja. Space. Final Frontier. Oh. Das war eine scheiß Idee! Ja, ich würde mal sagen, ich mache hier einfach mal einen kurzen Cut und dann geht's in der nächsten Folge weiter.